Liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Russland und der Green Deal der Europäischen Union. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu einer weiteren Veranstaltung der russischen Alternativen begrüßen zu können, die wir seit langem mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde veranstalten. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Gabriele Freitag, der Geschäftsführerin, wieder eine Veranstaltung von hoher Relevanz auf die Beine stellen konnten. Vielen Dank für die Kooperation. Was wir heute und in diesem Jahr mit den russischen Alternativen vorhaben, ist, einen Blick zu werfen auf Zielstellungen und Voraussetzungen für ein neues Kapitel der Energiebeziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union. Wir wollen den Blick natürlich insbesondere auf den Green Deal richten. Das ist jetzt erstmal ein großes Paket mit vielen einzelnen Themen. Im Zentrum steht natürlich eine veränderte Energiepolitik, aber es gibt weitere Themen darin. Und wenn wir nach Russland gucken und den Green Deal erwähnen, dann ist aus russischer Sicht oft zu hören, das richtet sich gegen Russland. Es ist eine russlandfeindliche westliche Politik. Natürlich sehen wir das innerhalb der Europäischen Union und auch innerhalb der russischen Zivilgesellschaft sind wir sicher, dass es dort anders gesehen wird. Wir sehen es auch anders. Wir wissen, dass wir von den fossilen Ressourcen wegkommen müssen. Wir sind nach der COP immerhin, ein Kohleausstieg ist festgehalten worden in den internationalen Klimaverhandlungen. Das bedeutet auch etwas, wohin sich die globale Entwicklung richten wird. Das ist klar. Und langfristig, wenn wir langfristig gucken, dann ist eins klar. Die Kosten für fossile Energieträger werden umgelenkt werden in andere Technologien, in neue Technologien, in fossilfreie Energieträger. Und jetzt kommt es darauf an, diesen Umbau und diesen Shift zu machen, und zwar in der Europäischen Union, aber auch mit unseren Nachbarn im Osten und in anderen Himmelsrichtungen. Also, gleichzeitig sehen wir natürlich, dass eine Dekarbonisierung der russischen Wirtschaft hohe Belastungen mit sich bringen wird. Schon in der Europäischen Union ist die Diskussion über soziale und ökonomische Verwerfungen eine Riesendebatte, und wir wissen, dass es das in Russland noch viel mehr sein wird. Deswegen natürlich die Frage, wie hilfreich ist ein Green Deal? Eingedenk der Tatsache, dass Europa große Abhängigkeit hat von russischen fossilen Energiestoffen. Wie hilfreich ist ein Green Deal für den globalen Klimaschutz, wenn Russland in seiner jetzigen Verfasstheit nicht mitgenommen werden kann? In vielen und bei vielen gilt Russland als klimapolitischer Bremser. Umso bemerkenswerter ist ein Fazit, das Tatjana Lanchina, die heute Abend auch Gast dieser Veranstaltung ist, in ihrem E-Paper, das Sie bei uns auf der Website finden, gezogen hat. Sie beschreibt nämlich, dass sich in der russischen Debatte, in der russischen zum Klimawandel im Moment sehr viel bewegt. Immerhin. Wir haben gesehen, dass Wladimir Putin auf der Klimakonferenz in Glasgow erstmals überhaupt ein Ziel für die Klimaneutralität Russlands bis zum Jahr 2060 ausgegeben hat. Immerhin, diese Richtungsentscheidung lässt hoffen, dass sich auf einigen Gebieten eine gewisse konstruktive Zusammenarbeit etablieren lässt im beiderseitigen Interesse. Und genau darüber, was können die Perspektiven sein, wollen wir heute Abend diskutieren. Aber wir können das natürlich nicht tun, ohne die hochbelasteten deutsch-russischen und europäischen russischen Beziehungen im Moment mit anzuschauen. Wir sehen in der letzten Woche und protestieren auf das Entschiedenste dagegen, dass die russische Generalstaatsanwaltschaft die Auflösung der ältesten, renommiertesten Menschenrechtsorganisation Russlands beantragt hat, nämlich von Memorial. Wir protestieren aufs Schärfste dagegen und sagen, das
ist eine schwere Belastung, nicht nur für das deutsch-russische, sondern für das europäisch-russische Verhältnis. Das zu berücksichtigen, ist wichtig und trotzdem ist es ein Zeichen unserer Kooperationsbereitschaft und des Blickes nach vorne, dass wir sagen, in Klimafragen, in Energiefragen müssen wir zu Kooperationen kommen, weil das Klimaproblem ein globales ist und wir es nur gemeinsam mit russischen Partnern lösen werden. Es gibt eine Person im Raum, die sich seit Jahren hoch engagiert in diesen Fragen zeigt und viel unternommen hat in Russland selbst, und das ist Wladimir Slivjak. Ich begrüße dich, lieber Wladimir, ganz besonders herzlich und gratuliere dir dazu, dass du in diesem Jahr mit EcoDefense, der Organisation, für die du stehst, den Right Livelihood Award, den alternativen Nobelpreis, gewonnen hast. Ganz herzlichen Glückwunsch und wir sind sehr, sehr dankbar, dass du heute mit dabei sein kannst. Du hast dich über viele Jahre unermüdlich gegen skandalöse Umweltverschmutzungen, insbesondere in russischen Kohleabbaugebieten, engagiert, aber auch bei Aktionärsversammlungen deutscher Energieunternehmen hast du kein Blatt vor den Mund genommen. Vielen Dank, dass du da bist. Du wirst in das Thema einführen. Und bevor ich an Stefanie Harter, die ich als, ja, kann man immer noch sagen, unsere neue Büroleiterin in Moskau begrüße und beziehungsweise an Stefanie Harter übergebe, möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen Robert Speerfeld, Nina Happe und Walter Kaufmann ganz herzlich und auch im Namen der DGO danken für die gute Vorbereitung dieser Veranstaltung. Jetzt gerne das Wort weiter an Stefanie Harter und uns allen eine aufschlussreiche und spannende Diskussion. Vielen Dank. Danke, liebe Ellen, für die einführenden Worte. Auch ich möchte alle herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung. Green Deal und Russland, bedeutet das Konfrontation oder ist es eine Perspektive für die weitere Zusammenarbeit? Die Veranstaltung ist zu einem guten Zeitpunkt, würde ich sagen. Die COP in Glasgow ist zu Ende gegangen und im Vorfeld wurde natürlich auch über die Dringlichkeit der Dekarbonisierung gesprochen. Soll ich noch mal sprechen? Ja? Soll ich einfach weitersprechen? Okay, so besser? Ja? Also jetzt fange ich, laufe einfach weiter, ne? Ja. Okay, das heißt, ich mache jetzt einfach da weiter, COP26 in Glasgow, wo tatsächlich Russland mit einer der größten Delegationen auch vertreten war, mit über 300 Menschen, Experten, Expertinnen, Beobachtern, die das, was doch zeigt, dass Russland, auch wenn Präsident Putin nicht dabei war, ein hohes Interesse an dem Thema hat und es wurde auch begleitend in den russischen Medien darüber berichtet. Das heißt, wir werden uns heute mit der Ausgestaltung des European Green Deal und den Verhandlungsbeziehungen mit Russland beschäftigen. Was erwarten beide Seiten? Aber auch wird es um die Inhalte gehen, nämlich um Gas, Kohle, Wasserstoff, erneuerbare Energie. Und dafür möchte ich herzlich begrüßen Wladimir Slivjak, den Ellen ja schon vorgestellt hat. Abgesehen davon, dass er ein Umweltaktivist der ersten Stunde in Russland ist, hat er auch an der Higher School of Economics in Moskau unter Umweltpolitik unterrichtet, hat als Publizist gearbeitet und zuletzt auch einen Dokumentarfilm gedreht über die Umweltbedingungen im Kusbass. Außerdem ist Dr. Tatjana Lanschina bei uns. Sie ist Senior Wissenschaftliche Mitarbeiterin am RANEPA, ist eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich insbesondere auch um Nachhaltigkeit kümmert, aber auch Modelle über den Energiemarkt und
die Nachhaltigkeitsziele der UN auch lokalisiert und schaut, wie die implementiert werden. Sie hat auch schon häufig an Veranstaltungen der Stiftung teilgenommen und ich freue mich, dass sie da ist. Der dritte Sprecher heute Abend ist Herr Martin Hoffmann, Dr. Martin Hoffmann vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft. Als Historiker ist er seit 1999 schon beim Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft in unterschiedlichen Funktionen und leitet heute dort den Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit. Last but not least, Herr Sascha Müller-Krenner, ein ehemaliger Kollege der Böll-Stiftung, der Geschäftsführer ist bei der Deutschen Umwelthilfe, das ist der Dachverband der in Deutschland tätigen Umwelt- und Naturschutzverbände, engagiert sich seit über 25 Jahren in der deutschen, europäischen und internationalen Umweltpolitik und hat bei der Böll-Stiftung das Referat für Europa und Nordamerika aufgebaut. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und bevor ich das Wort an Wladimir weitergebe, noch ein technischer Hinweis. Es gibt die Funktion Fragen und Antworten. Und da würde ich dann alle bitten, ihre Kommentare oder Fragen auch unterzubringen. Die werden gesammelt, teilweise auch direkt beantwortet von Volker Weichsel von der DGO. Die Fragen werden dann an die Panelisten weitergegeben. Wladimir. Hören Sie mich? Sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wurde zum Umweltaktivisten vor mehr als 30 Jahren. Damals hatten wir noch die Sowjetunion, ein ganz anderes Land, hatte nichts gemein, fast mit dem, was Russland heute darstellt. Und vor 30 Jahren war es unmöglich, sich vorzustellen, dass heute der Klimawandel das größte Problem der Menschen darstellen würde, das größte Problem der Menschheit, und dass zu dieser Frage die Staatsoberhäupter der Welt zusammenkommen würden, wie das gerade in Glasgow der Fall war, und um dieses Problem zu lösen. Über einen sehr langen Zeitraum wurde das Problem des Klimawandels in Russland überhaupt nicht akzeptiert. Der russische Präsident sagte oder er machte entweder Scherze über diesen Klimawandel oder sagte irgendwie, dass das etwas gänzlich Unerforschtes sei. Und er hat auch sehr gerne Scherze gemacht, negativer Art, über die erneuerbaren Energien. Und plötzlich in diesem Jahr kam es zu einem großen Umschwung. Keiner kann erklären, wieso das passiert ist, aber Wladimir Putin hat teilgenommen am Klimasummit des amerikanischen Präsidenten und hat genauso wie alle anderen Staatsoberhäupter der Welt gesprochen und hat gesagt, ja, das ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen, und Russland ist bereit, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen. Darauf haben wir sehr lange gewartet und sind natürlich sehr froh, dass eine solche Veränderung eingetreten ist. Aber lassen Sie uns doch mal schauen, was tatsächlich vorgeht in Russland, wenn man abstrahiert von den Worten des russischen Präsidenten. So sehen wir, dass alle schönen Worte über die Rettung des Klimas sehr weit von der Realität entfernt sind. In der Realität hat Russland für die nächsten 15 Jahre sich vorgenommen, die Kohleförderung zu verdoppeln fast, und hat geplant, die Erdöl- und Erdgasförderung voranzutreiben. Es kommen jetzt langsam Klimainitiativen zum Vorschein, aber wenn man sich das genauer anschaut, was das für eine Effizienz hat in Bezug auf den Klimawandel, so sieht man, dass alle russischen Anstrengungen, von denen oder die heute erklärt werden, Anstrengungen sind, die nicht wirklich auf die Senkung der Treibhausgasemissionen gerichtet sind. Die sind einfach darauf gerichtet, dass
ein Land weiter Business as usual machen kann und andererseits aber für die westlichen Länder dieses schöne Bild zu zeichnen und für die EU in erster Linie, dass Russland ein Land ist, das sich für das Klima verantwortlich fühlt. Und das ist natürlich überhaupt nicht so und das muss extrem angezweifelt werden. Warum ist das so? Ich denke, der Hauptgrund besteht darin, dass die EU erklärt hat, das Carbon Adjustment einzuführen, also die Carbon Adjustment Tax, also diese Steuer. Und in Russland nennen wir das einfach Kohlenstoffsteuer und das hat die russischen Geschäftsleute sehr stark verschreckt, besonders die Großunternehmer, die Wladimir Putin nahestehen und die haben natürlich gefordert, dass etwas unternommen wird, denn sie haben Angst bekommen, dass sie große Verluste würden hinnehmen müssen, womöglich. Aber das sind Großunternehmen, die den russischen Haushalt füttern. Und im Ergebnis musste dann der Präsident und die Regierung tatsächlich ernsthafte Maßnahmen ergreifen. Das heißt, diese Kohlenstoffsteuer ist noch nicht in Kraft, aber sie wirkt bereits in Russland, sie hat bereits Auswirkungen in Russland. Und deswegen kann man natürlich nicht behaupten, dass in Russland alles schlichtweg schlecht sei, zum Beispiel, weil diese Kohlenstoffsteuer in Europa verkündet wurde. Auch wenn sie erst in einigen Jahren eingeführt wird, versucht Russland bereits jetzt etwas zu tun, um sich anzupassen und um zu vermeiden, dass die russische Wirtschaft, die russischen Unternehmen unter große Sanktionen fallen, weil Russland ehrlich gesagt keine echten großen Anstrengungen unternimmt, um den internationalen Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Ich glaube, dass trotz der durchaus schwierigen Lage in Russland, trotz der nicht vorhandenen groß angelegten Pläne, erneuerbare Energien zu fördern, gibt es dennoch Hoffnung und diese besteht darin, dass, wenn nicht Russland selbst sich verändern wird, dass Russland sich doch wird verändern müssen, weil die ganze Welt sich ändert und es wird einfach nicht möglich sein, Business as usual zu betreiben und die Förderung und den Export der fossilen Energieträger weiterhin zu steigern, sondern Russland wird dazu gezwungen sein, Emissionen herabzusenken, Energien zu fördern, Energieeffizienz zu fördern und all das im Grunde mitzumachen, was international dazu führen soll, den Klimawandel aufzuhalten. Abschließend muss ich ein sehr wichtiges Element erwähnen, das die heutige Klimapolitik Russlands prägt. Das betrifft die Wälder, denn das ist sehr wichtig, um hier im Westen ein Verständnis zu entwickeln dafür, was Russland heute als Klimapolitik im Inneren des Landes betreibt. Da wir sehr viele fossile Treibstoffe verbrennen und wir planen, den Umfang weiter ansteigen zu lassen von dieser Verbrennung. Russland plant mittelfristig den Treibhausgasausstoß zu erhöhen, müssen wir dem Westen irgendwie zeigen, dass wir etwas für das Klima tun. Und eine Idee, die die russischen Beamten entwickelt haben und die man jetzt versucht, auf den Klimagipfeln der UNO zum Beispiel voranzutreiben, wie jetzt in Glasgow neulich, ist die Idee, die
Emissionen anders zu zählen, die die russischen Wälder schlucken können, sozusagen. Russland hat also nicht vor, eigene Emissionen zu verringern, sondern Russland will, dass die Welt anders, also dass die Welt die Treibhausgasemissionen Russlands anders berechnet, und zwar nicht anhand der international anerkannten Methodik, sondern anhand der eigenen russischen Methodik. Und das Ziel ist, zu zeigen, es ist völlig egal, wie viel Öl und Gas wir verbrennen, unsere Wälder absorbieren nicht nur das, sondern auch das, was ihr in Deutschland emittiert und was die halbe Welt emittiert. Deswegen müssen wir nichts gegen die eigenen Emissionen tun, sondern ganz umgekehrt, andere Länder sollen uns dafür bezahlen, dass unsere Wälder CO2 absorbieren. Und natürlich ist ein solcher Vorschlag nicht zukunftsfähig, und natürlich wird die Weltgemeinschaft nicht auf diese Vorschläge eingehen. Russland wird mittelfristig echte Anstrengungen unternehmen müssen, um etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun. Aber ich denke, es werden noch viele ähnliche Vorschläge kommen von Seiten Russlands, die natürlich unterbunden werden müssen, denn diese werden die Effektivität der Klimarettungsmaßnahmen in Frage stellen. Ich denke, es wird eine sehr hohe Bedeutung haben, wie sich die internationale Arbeit in Bezug auf Klima in den nächsten Jahren entwickeln wird. Natürlich spielt die EU eine ganz wichtige Rolle dabei, denn die EU ist der größte Handelspartner Russlands, und Russland kann nicht einfach ignorieren, was hier in der EU in dieser Hinsicht passiert. Ich hoffe, dass unser Land mit anderen Ländern zunehmend zusammenarbeiten wird, dass Klimaprojekte zusammen vorangebracht werden und dass Russland eines Tages in der Avantgarde der Klimarettung sich befinden wird und wir es schaffen werden, unser Klima tatsächlich zu retten und zu bewahren. Bedeutet es denn, dass die Wälder, die in Russland brennen, hat das dazu geführt, dass sich das Klimaziel gegebenenfalls ein bisschen angepasst hat? Soweit ich verstehe, ist es momentan, also wird das Waldbrennen in Russland momentan gar nicht besprochen. Es wird lediglich immer wieder behauptet, die Wälder absorbieren den CO2-Ausstoß, und wir bitten immer wieder die internationale Gemeinschaft, uns unseren eigenen Ausstoß zu verzeihen, weil wir sehr viele Wälder haben. Was die russischen Wälder jedoch angeht, so brennen sehr zahlreiche Länder, zahlreiche Wälder jedes Jahr. Die Regierung tut so gut wie gar nichts, um dies aufzuhalten. In Russland gibt es nahezu gar keine Diskussion darüber, dass die Waldbrände unmittelbar mit dem Klimawandel zu tun haben, dass es ein großes Problem ist, dass es zu bekämpfen gilt. Leider ist die Situation momentan so. Eine Ursache dessen ist, dass die russische Waldverwaltungsreform sehr missglückt ist und sehr viele Mitarbeiter der Waldbewirtschaftungsdienste entlassen wurden, also die sich eben auch um die Feuer, um die Brandsicherheit der Wälder kümmerten. Es gibt natürlich ein großes Problem mit den Wäldern in Russland, und das könnte auch eine Richtung für die internationale Zusammenarbeit sein, also die Verbesserung und die Erhaltung des Zustandes der russischen Wälder. Kannst du bestätigen, was Wladimir gesagt hat, dass der Diskurs sich eigentlich nur verändert, um dem Westen zu gefallen? Ja, спасибо.
Ja, vielen Dank. Wladimir hat ein sehr klares Bild dessen gezeichnet, was momentan geschieht, wie der Diskurs um das Klima sich in Russland verändert. Und ja, man muss zugeben, dass in der letzten Zeit einige Veränderungen stattgefunden haben, aber diese sind doch mit Vorsicht zu genießen, denn einerseits sehen wir, dass Russland zusammen mit anderen Ländern so oder so sich in Richtung Klimaneutralität bewegen wird. Aber andererseits stellt sich die Frage, wie hat Russland vor, dies zu tun? Das ist völlig unklar. Und nachdem zum Beispiel dieses Ziel verkündet wurde, klimaneutral bis 2060 zu werden, hat Russland eine Low-Carbon-Entwicklungsstrategie verabschiedet. Diese besagt, wir haben vor, klimaneutral zu werden bis zum Jahr 2060. Dabei werden wir es aber nicht durch Emissionsreduzierung erreichen, sondern durch Wälder und durch CO2-Speicherungstechnologien. In dieser Strategie heißt es, wir werden unsere Emissionen nur um 14% reduzieren bis 2060. Das heißt, es wird keine nennenswerte Transformation im Energiesektor in Russland geben. Das ist nicht zu erwarten. Wenn man sich den Diskurs in den letzten Jahren anguckt, so sieht man dennoch deutliche Veränderungen. Noch vor dem Sommer dieses Jahres hieß es offiziell, also lautete die offizielle Rhetorik so, dass das Klima eigentlich gar nicht interessant ist, wir glauben gar nicht an den Klimawandel. Und dann ab dem Sommer wurde es langsam klar, dass Russland auch Ziele, also Klimaneutralitätsziele setzen muss, und das ist dann auch tatsächlich geschehen. Wenn man sich noch das Jahr 2020 anguckt, als viele Länder bereits Ziele formuliert hatten für ihre eigene Klimaneutralität, also die größten Wirtschaftsnationen der Welt, wurden in Russland strategische Dokumente verabschiedet. Die Energiestrategie lautete, dass Russland weiterhin die Kohlegewinnung, die Förderung von Erdgas erhöhen wird. Bestenfalls wird dieses Niveau gleich bleiben oder vielleicht ein wenig senken. Die erneuerbaren Energien werden nur am Rande erwähnt. Ja, wir werden sie entwickeln, aber es ist mitnichten unsere Priorität. Wenn man die aktuelle Strategie der Low-Carbon-Entwicklung anschaut, die neulich angenommen wurde, sieht man, dass die Emissionen lediglich um 14% reduziert werden sollen. Das heißt, wir haben das gar nicht vor, unseren Energiesektor maßgeblich zu verändern. Dennoch, wenn man sich den Diskurs über die letzten Monate anguckt, so sieht man dennoch lang ersehnte Entwicklungen. Und man hätte sich vor einigen Monaten kaum denken können, dass sowas in Russland überhaupt möglich sein wird. Genauso ist das auch, kann man auch in Bezug auf eine mögliche Energiewende Ähnliches sagen, die Pläne werden sich höchstwahrscheinlich ändern in den nächsten Jahren, und zwar vor allem unter dem Einfluss der Außenpartner. Und das wird, das ist nicht nur in der CBAM-Plattform stattfinden. Es wird auch in der Geschäftswelt stattfinden müssen. Es gibt eine sehr große Diskussion über den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. Das sind vor allem eigene Entscheidungen von großen Konzernen. Und das führt dazu, dass die russischen Partner im Westen von Russland auch verlangen, zunehmend erneuerbare Energien zu nutzen. Und die russischen Partner sind daher gezwungen, so oder so die eigene Energiepolitik zu revidieren. Und es gibt also andere Kanäle außer diesem CBAM-Programm, die dazu führen werden, dass Russland
weiterhin erneuerbare Energien nutzen wird. Und man sieht auch, dass die erneuerbaren Energien in Russland zunehmend wettbewerbsfähig werden. Das hätte man sich vor einigen Jahren auch gar nicht denken können. Dennoch, im September dieses Jahres hat ein Wettbewerb stattgefunden über den Bau von neuen erneuerbaren Energiekapazitäten, und die Windkraftwerke haben in diesem Wettbewerb gewonnen. Also 1,70 Rubel soll eine Kilowattstunde kosten, die aus Windenergie gewonnen wird. Dieser Preis ist deutlich niedriger als der Großeinkaufspreis, sowohl in Russland als auch in Sibirien, also sowohl im europäischen Russland als auch in Sibirien. Und das spricht davon, dass die Windenergie schon in einigen Jahren ganz klar wettbewerbsfähig in Russland sein wird, und die Wirtschaft allgemein wird auch die Energiepolitik maßgeblich beeinflussen. Zum Beispiel sind momentan die erneuerbaren Energien noch nicht ganz interessant in Russland, aber es kann sich deutlich ändern. Es ist auch wichtig, hier anzumerken, in welchen Bereichen es für Russland möglich sein wird, mit ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten in der nächsten Zeit. Ich denke, das ist sehr wichtig für die russischen Unternehmen und für die russische Seite zu verstehen, was könnte ausländische Partner interessieren. Denn gegenwärtig ist es in Russland ganz klar, dass die Nachfrage auf fossile Energien in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten abnehmen wird. Zuerst für Kohle, dann für Gas oder für Öl, genauer gesagt, und für Gas wird oder an der Bedarf an Gas wird auch, die Nachfrage für Gas wird auch zurückgehen. Und für die russischen Unternehmen steht natürlich die Frage, wie sollen sie in der Zukunft Geld verdienen, und für den russischen Haushalt übrigens auch. Wo soll man Gewinne herbekommen oder Erträge generieren? Und deshalb ist die neue grüne Energiewirtschaft natürlich früher oder später interessant für Russland. Und da werden sich sicherlich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auftun. Können die regionalen Pilotprojekte gegebenenfalls schon eine Antwort geben auf die letzte Frage? Wie können russische Unternehmen Geld verdienen? Gibt es da schon positive Erkenntnisse? Ja, in einzelnen Regionen gibt es sehr gute Erfahrungen. In Ulyanovsk zum Beispiel, da wurde in den letzten Jahren ein Windenergiecluster auf den Weg gebracht. Es gibt dort Windparks bereits, und in nächster Zeit werden dort auch Solarkraftwerke entstehen und Biogaskraftwerke. Und diese Erfahrungen kann man dann natürlich auch in anderen Regionen nutzen. Und es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu begreifen, dass das Interesse in Russland an diesem Bereich, also in Ulyanovsk, auch nicht deshalb wuchs, weil man irgendwie die Energiewende herbeiführen wollte, sondern weil man neue Ertragsmöglichkeiten gesucht hat. Also in Ulyanovsk wurden zum Beispiel die Rotorblätter für die Windenergieanlagen hergestellt. Und da ist es natürlich für die Unternehmen interessant, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das war das Schlüsselmoment dabei. Und in anderen perspektivträchtigen Regionen könnte man natürlich auch grüne Energie entwickeln. Und ich denke, das muss in erster Linie natürlich durch die Industrie passieren. Denn das könnte dann für Russland schon interessant sein, wenn man neue Generierungsmöglichkeiten schafft. Und nicht nur das, sondern eben auch Arbeitsplätze in der Windenergie und der Solarenergie. Herr Hoffmann, können Sie als Vertreter des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft zum Beispiel den Verhandlungspartnern der Europäischen Union oder Deutschland Hinweise geben, wie die politischen Rahmenbedingungen idealerweise aussehen können für Unternehmen? Denn im Grunde sind es die Unternehmen, die sich anpassen müssen und die vermutlich auch ein bisschen überrascht waren jetzt über die Dynamik
der letzten Veränderungen in Russland? Ich weiß nicht, ob ich Tipps geben kann für die Verhandlungen, aber in der Tat bemerken wir es auch, das ist ja schon gesagt worden, dass die Diskussion zur Energiewende, zu Dekarbonisierungsthemen in Russland in den letzten, ich würde sagen, Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Und ich würde mich Frau Lanschina anschließen wollen. Wesentlich, glaube ich, sind die Dränge, die Signale, die vom Markt ausgehen, auch vom internationalen Markt. Zum einen, auch das sind widersprüchliche Signale, zum einen verlangt der Markt nach mehr fossilen Rohstoffen. Der Bedarf an Öl und Gas und auch an Kohle steigt, gerade aktuell. Gleichzeitig, glaube ich, merkt auch Russland, dass die bisherige Erwartung, dass die globale Erwärmung auch mehr Chancen für Russland bereithält, sich doch nicht ganz so erfüllt. Viele Erwartungen, man kann durch die globale Erwärmung die nördliche Seeroute leichter erschließen, man kann Rohstoffe in der Arktis fördern etc., sind, glaube ich, arg ins Wanken geraten nach dem großen Unglück bei Norilsk, bei den weggebrochenen Dieseltanks, wo man festgestellt hatte, auch hoppla, das ist auch für uns nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko. Und insofern sind die Diskussionen, zeigen sie auch die Markterwartungen, die längere oder der Versuch noch, möglichst viele Rohstoffe zu kaufen, solange sie noch zu verkaufen sind, aber auch die Überlegung, was tun wir, wenn die Europäische Union und andere Player die Energiewende wirklich vollziehen? Was passiert mit unseren traditionellen Exportgütern Öl, Gas und Kohle? Und hier sehen wir schon, gerade bei Unternehmen, aber auch in der Politik, ein verstärktes Nachdenken an Perspektiven über die Zeit nach, sagen wir, 2035 ungefähr hinaus. Und das ist der Punkt, wo wir eine Chance sehen, mit Russland, mit Unternehmen, aber auch mit der Regierung ins Gespräch zu kommen und sagen, hier gibt es gemeinsame Interessen, die man auch gemeinsam anpacken kann. Jetzt ist es ja so, dass in Russland zunehmend der Drang nach Importsubstitution laut wird. Das heißt, die Unternehmen müssen ihre ganzen Ausstattungsgüter vorzugsweise selber herstellen. Sind russische Unternehmen dazu überhaupt in der Lage? Und wie gehen deutsche Unternehmen damit um, die in Russland eigentlich auch investieren wollen? Das Bestreben Russlands, Importsubstitutionen stark zu entwickeln, ist eine Reaktion auf die Zuspitzung der politischen Spannungen mit der Europäischen Union. Russland versucht sich auch im Wirtschaftsbereich völlig unabhängig zu machen, völlig autark zu machen, unangreifbar zu machen. Und deswegen möchte man alle oder die wichtigsten Produktionen auch im Lande selbst haben. Wir sehen es nicht nur bei der Produktion, wir sehen es auch beim Zahlungssystem, wir sehen es beim Internet etc. Auch hier gibt es verschiedene Bestrebungen oder Vorkehrungen, um im Zweifelsfalle unabhängig von westlichen Sanktionen agieren zu können. Die Forderung, Importsubstitution zu betreiben, also im Prinzip wichtige Details, wichtige Komponenten in Russland selbst herzustellen, wird staatlicherweise, wird politisch erhoben, wird auch erheblich gefördert. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das nicht immer der beste Weg ist für eine wirtschaftlich sinnvolle Produktion, für technisch ausgereifte Lösungen und auch für ökonomisch sinnvolle Aufwendungen zu funktionieren. Also aus unserer Sicht ist es ein aus politischen Gründen unternommener Schritt, der aber wirtschaftlich für Russland mit höheren Kosten verbunden ist, als es durch eine internationale Kooperation wäre. Das ist noch eine letzte Frage an Sie. Es wird ja oft in den Diskussionen gehört, dass man Gas als Übergangsenergieträger braucht. Wie sehen Sie das denn als Unternehmensvertreter in der Runde? Das ist eine Frage an unsere deutsche Energiewirtschaft, unser Energiesystem. Wie schnell schaffen wir es,
die Kapazitäten für erneuerbare Energien so hochzufahren, dass wir den Strombedarf, den wir haben mit der Dekarbonisierung, der steigt durch Wärmepumpen, durch Elektromobilität etc., dass wir das mit dem gewünschten grünen Strom abdecken können. Wir haben in Deutschland ja die Entscheidung, dass wir aus dem Atomstrom nächstes Jahr aussteigen. Wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig die Lücke zu schließen durch erneuerbare Energien, ist, glaube ich, Erdgas im Vergleich zu den anderen alternativen fossilen Energieträgern der Stoff, der noch das positivste CO2-Budget aufweist. Und insofern glaube ich, brauchen wir wirklich Erdgas für eine Weile als Übergangsenergieträger, um da auch eine Versorgungssicherheit gewährleisten zu können im Energiebereich. Herr Müller-Krenner, würden Sie dem zustimmen? Ja, so im Grundsatz schon, aber ein paar Takte würde ich schon noch gerne dazu sagen. Aber vielleicht erst noch mal ein, zwei Sätze zum Green Deal, der ja heute Abend Thema ist und was der Green Deal für uns bedeutet hier in Europa, aber eben dann auch natürlich für unsere Nachbarn, inklusive Russland. Jetzt ist der Green Deal ja das zentrale Projekt der Europäischen Kommission. Frau von der Leyen, als sie damals im Amt war, hat ihre Auftaktrede im Wesentlichen dem Green Deal gewidmet. Und die Überschrift des Green Deal ist ja, Europa bis zur Mitte des Jahrhunderts zum ersten kohlenstoffneutralen Kontinent zu machen, zum ersten klimaneutralen Kontinent. Das Ganze ist dann unterlegt oder wird jetzt unterlegt durch ein Maßnahmenpaket Fit for 55, also eine Reihe von Gesetzgebungsvorhaben, die sind auf dem Weg. Da muss man mal schauen, in welcher Form die kommen. Dazu gehört dann natürlich auch das Anliegen, dann die europäische Industrie dann auch vor neuen Belastungen in der Konkurrenz zu schützen. Dazu gehören dann solche Dinge wie der Grenzausgleichsmechanismus. Aber der grundlegende Gedanke ist eben der Klimaneutralität. Und das heißt dann eben auch, keine fossile Kohle mehr, kein fossiles Öl mehr, kein fossiles Gas mehr bis zum Ende des Jahrhunderts, außer es wird auf irgendeine mysteriöse Weise klimaneutral gemacht. Aber da kann ich dann ja gerne noch was dazu sagen. Aber im Wesentlichen heißt das erstmal, ab dem Jahre 2050 werden diese Dinge in Europa nicht mehr gekauft, verwendet, verbrannt und deswegen natürlich auch nicht mehr importiert. Deswegen, wenn man mal darüber nachdenkt, was bedeutet der EU Green Deal für unsere Nachbarn, dann hat das vor allem auch Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen, weil wir dann natürlich auch, wenn wir darüber nachdenken, in was für Geschäftsbeziehungen treten wir mit Nachbarländern ein, zum Beispiel mit Russland, sicher auch weiterhin Rohstoffe kaufen, Energie kaufen, aber ganz sicher keine fossile Energie mehr, weil wir das ja gar nicht dürfen, weil wir uns ja vorgenommen haben, klimaneutral zu werden. Und in diesem Lichte muss man dann natürlich auch diese Begrifflichkeit der Übergangstechnologie betrachten, dieser Brückentechnologie. Also so eine Brücke, da muss man ja die Frage stellen, wie lang ist die Brücke, wie breit ist die Brücke und welche Technologien sollen dann überhaupt noch über diese Brücke rübergehen. Und deswegen muss man Übergang schon dreimal unterstreichen und Übergang ist jetzt nicht so die Ausrede, wir machen mal weiter und dann sehen wir weiter. Und für Erdgas heißt das jetzt ganz konkret, ja, wir haben hier in Deutschland beschlossen, wir steigen aus der Atomenergie aus. Das ist, denke ich, gesetzt. Da gehen die letzten Reaktoren Ende nächsten Jahres vom Netz. Es wird jetzt in den laufenden Koalitionsverhandlungen vereinbart werden, bis zum Jahre 2030 auch aus der Kohle auszusteigen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Da bleibt dann natürlich noch ein Delta bei der Stromerzeugung, die Wärmeerzeugung, übrigens die Prozessenergie ist da der wichtigere Bereich und das ist dann Erdgas. Und jetzt ist erstmal die Frage, wir importieren ja schon Erdgas, wir haben ja einen gewissen Erdgasteil, benötigen wir denn zusätzliche Erdgaskapazitäten für eine gewisse Übergangszeit? Da würde ich sagen, wahrscheinlich ja, wenn ich mir die Szenarien so anschaue, aber im sehr, sehr überschaubaren Umfang. Im sehr, sehr überschaubaren Umfang. Wir müssen natürlich auch darauf achten,
Welche Investitionen in Infrastruktur tätigen wir denn jetzt, auch in Erdgasinfrastruktur, dass wir nicht in Pfadabhängigkeiten geraten, in wirtschaftliche Abhängigkeiten geraten und dass wir da nicht Stranded Investments produzieren, die dann irgendwo rumstehen? Weil, wie gesagt, wir reden ja über eine Übergangsphase von 10, 15 Jahren und das ist ja für Investitionen dann auch ein überschaubarer Zeitraum. Genau diese Art von Dinge, also wie man das jetzt qualifiziert, das wird jetzt gerade in der Hamburgischen Landesvertretung zwischen den Ampelparteien ja beraten. Da geht es dann zum Beispiel um solche Fragen wie, wie schafft man diese neue Technologie so, dass sie dann auch Wasserstoff-ready ist, also dann auch auf Wasserstoff umgerüstet werden kann. Kann vielleicht anschließend nochmal was dazu sagen. Arbeitet man jetzt mit begrenzten Betriebsgenehmigungen? Arbeitet man mit Betriebsgenehmigungen, die zum Beispiel das Ganze an ein begrenztes Kohlenstoffbudget binden, dann erlischt die Betriebsgenehmigung. Alle diese Dinge, und das muss man natürlich dann erweitert, dann auch auf der Verbrauchsseite, bei den Heizungen, bei den Kraftwerken selber in der Industrie, muss man sich das dann auch alles anschauen. Und Sie haben ja vielleicht auch noch ein, zwei andere Fragen, aber deswegen sage ich hier zum Schluss vielleicht nur noch einen Satz. Im Lichte dieses Ganzen, dass es sich hier um eine sowohl vom Volumen her als auch zeitlich begrenzte Übergangsphase handelt, muss man sich dann natürlich zum Beispiel auch überlegen, welche Vorhaben passen dann noch in die Zeit? Und da gibt es ein ganz großes Vorhaben. Das ist das größte fossile Infrastrukturvorhaben in Europa zurzeit überhaupt mit 100 Millionen Tonnen CO2-Volumen, wenn man das Erdgas mal umrechnet. Das macht heute schon 13% der deutschen CO2-Emissionen aus. Und das ist die Nord Stream 2-Pipeline. Und die passt zu allen diesen Dingen, die ich gesagt habe, eben nicht mehr rein. Die Nord Stream 2 Pipeline, das ist vielleicht als erste Botschaft dieses Abends, ist mit dem EU Green Deal einfach nicht vereinbar. Da muss man sich also entscheiden. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für die Ziele des Green Deal. Es gäbe natürlich dann noch eine Frage zur ambitionierten Dekarbonisierungspolitik von Deutschland zum Beispiel. Was für Voraussetzung muss eigentlich ein Land und eine Gesellschaft mitbringen, um so eine Politik auch auf die Beine zu stellen? Ich frage das insbesondere Sie als Vertreter einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die es in Russland auf nationaler Ebene und von der Tragweite eigentlich nicht gibt. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das eine notwendige Bedingung auch, um eine gemeinsame Politik mit der Gesellschaft zum Beispiel zu formulieren und auch umzusetzen dann? Ja, es hilft sicher. Also wir sind ja als Deutsche Umwelthilfe auch nicht ganz unschuldig an den Zielen, die wir hier haben. Unter anderem sind wir ja auch zusammen mit einer Reihe Kinder und Jugendliche anderer Organisationen vor anderthalb Jahren vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, haben dort gewonnen. Das ist mit der Grund, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr striktes Klimaschutzgesetz haben, was vorsieht, dass bis zum Jahre 2045 alle Sektoren der Wirtschaft, inklusive des Energiesektors, inklusive des Gebäudesektors, der Industrie, Verkehr, alle ihre Emissionen auf Null runterfahren müssen. Das hat natürlich immense Auswirkungen auf Investitionen in Deutschland, aber natürlich auch auf die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern. Ich glaube, der klare Rechtsrahmen ist ganz entscheidend. Den haben wir in der Europäischen Union. In der Europäischen Union wird das jetzt in den nächsten zwei Jahren konkretisiert durch das Fit for 55 Maßnahmenpaket. Und in diesem Rahmen muss natürlich die Wirtschaft ihre Investitionen tätigen. Und das ist in Deutschland ja auch tatsächlich so. Wir reden mit ganz, ganz vielen Unternehmen. Die Signale, die stehen auf Dekarbonisierungen. Und da sind die Unternehmen oft sehr viel weiter, als es die Politik manchmal ist. Nennen wir ein Stichwort Verkehrspolitik. Alle großen Automobilunternehmen haben verstanden, die Zukunft liegt in der Elektromobilität. In der Energiewirtschaft haben, glaube ich, auch die wesentlichen Unternehmen zumindest hier verstanden, dass die Zukunft in den Erneuerbaren liegt, dass man dort das Geld verdient. Da geht es natürlich auch ein bisschen darum, jetzt die alten Assets weiter abzuschreiben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass zumindest viele, vielleicht nicht alle, aber doch einige den Schuss gehört haben und wissen, wo die Reise hingeht. Die Frage, die ich jetzt an die russischen Kolleginnen und Kollegen stellen würde, ob das bei den großen Unternehmen im
Energiebereich, im Bereich der Ressourcenextraktion in Russland, ob das auch schon der Fall ist. Ich erinnere mich noch vor gar nicht so langer Zeit auch an Diskussionen mit Vertretern des Unternehmens Gazprom, die mir ganz fröhlich erzählt haben, dass sie noch bis zum Ende des Jahrhunderts Öl und Gas an uns verkaufen werden, weil das mit dem Klimawandel ohnehin nicht stimmt. Und ganz ehrlich gesagt glaube ich, diese Hilfsargumente, die ich jetzt manchmal höre, dass wir dann ja das Erdgas da in Wasserstoff umwandeln können, dass man diese Infrastruktur auch zum Wasserstoffexport nutzen kann, das glaube ich nicht so richtig. Wenn ich mir mal anschaue, wie die realen Investitionen im Bereich erneuerbare Stromerzeugung, erneuerbare Wasserstofferzeugung im Moment aussehen und wo jetzt wirklich investiert wird. Ich glaube, das ist eine Frage an Wladimir. Ja. Ich muss dem der Tatsache zustimmen, dass in Russland momentan viel geredet wird und wenig getan wird. Das heißt nicht, dass niemals etwas getan wird. Das heißt dennoch, dass uns noch ein langer Weg bevorsteht, um etwas an der Situation zu ändern. Ich bin mir sicher, dass keines der großen Unternehmen, die im russischen fossilen Sektor tätig sind, nicht vorhat, momentan irgendetwas zu reduzieren. Ich glaube, dass sie tatsächlich daran glauben, dass sie noch sehr, sehr lange den Status quo aufrechterhalten werden können. Und sie sind sich nicht sicher, ob diese Drohungen aus ihrer Sicht, also den Einkauf dieser Güter in Europa zu reduzieren, gar nicht wahr werden. Also sie wollen zumindest glauben, dass all dies nicht eintreten wird. Diese russische Politik der Ablehnung des Problems des Klimawandels, dieses Problem war in den letzten Jahren überhaupt traditionell damit verbunden, dass die Großindustriellen, dass die Machthaber und so weiter, dass all das letztendlich zu nichts führen wird. Ja, sie in Europa werden sie reden, aber dann letztendlich werden sie vergessen, weil wir sagen ihnen, wir sind nicht einverstanden, wir machen das nicht mit und dann lassen sie das schon sein. Ja, aber diese sich wandelnde Rhetorik der russischen Politik geht darauf zurück, dass doch ein Großteil der Business-Community in Russland verstanden hat, dass das tatsächlich eintreten wird. Es wird sich viel ändern und wir müssen etwas tun. Und die Hoffnung ist natürlich, der russische Big Business, der natürlich mit den fossilen Energieträgern zu tun hat, nimmt den Green Deal als eine große Bedrohung wahr, aber sie können nichts dagegen tun. Und der Großteil der Menschen, die diesen Sektor vertreten, sie hoffen, dass sich das irgendwie von allein auflöst, dass niemand was von Russland verlangen wird, dass die Europäer schön viel Gas aus dem Nord Stream 2 einkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, es braucht noch einige Zeit, damit diese Leute sich an diese Idee gewöhnen. Denn bisher versuchen sie noch, das Bild aufrechtzuerhalten, dass sie es schon irgendwie schaffen werden. Man muss sie möglichst oft daran erinnern, nein, ihr werdet es nicht schaffen, so weiterzumachen wie bisher. Diese Carbon-Steuer, die hat ja schon eine Veränderung gebracht. Man sollte nicht damit rechnen, dass sich innerhalb Russlands etwas ändert. Es ist natürlich gut, wenn sich etwas ändert, aber man sollte nicht darauf setzen. Also es gibt dieses Russland, wenn man will, dass dieses Russland sich bewegt, muss man dieses Russland schubsen. Sie hatten das Thema Wasserstoff jetzt schon mal angesprochen. Grüner Wasserstoff ist eines der Themen, wo gehofft wird, dass man neue Handelsbeziehungen auch mit der Russischen Föderation aufbauen kann.
Wie sehen Sie die Notwendigkeiten für eine Regulierung von und eine Taxonomie von Wasserstoff? Und können Sie sich vorstellen, dass dadurch auch, dass darüber auch positiv verhandelt werden kann? Gibt es da gute Verhandlungsergebnisse zwischen Russland und der Europäischen Union, so wie man sich das heute vorstellt? Ich noch an die russischen Kollegen weitergeben. Wir werden natürlich Wasserstoff brauchen. Also wir werden nicht alles mit Strom machen können. Wir werden Wasserstoff brauchen. Vielleicht weniger, als sich manche so vorstellen. Also wir werden ganz, ganz große Teile der europäischen Wirtschaft auf erneuerbaren Strom umstellen müssen, zum Beispiel ganz große Teile des Verkehrssektors und einen wesentlichen Teil der Heizungen. Aber wir werden trotzdem Wasserstoff brauchen in größeren Mengen, als wir sie in Deutschland herstellen können, perspektivisch zum Beispiel für die energieintensive Industrie oder im Flugverkehr. Und da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit zur Kooperation mit Partnerländern, Handelsbeziehungen, die Infrastruktur muss gemeinsam entwickelt werden. Da gibt es große gemeinsame Chancen. Das Stichwort hier heißt aber grüner Wasserstoff. Und die Überlegungen, die ich bisher aus Russland kenne, sind sogenannter blauer Wasserstoff, der aus Methan erzeugt wird, im Zweifelsfall durch kombiniert dann mit der Verpressung des entstehenden CO2s irgendwo im Gestein. Das ist aber keine klimaneutrale Option, weil a, sehr energieintensiv, b, hat man die ganzen Methanemissionen bei der Erdgasförderung, ein massives Treibhausgasproblem, das ist keine Lösung. Ditto Methanpyrolyse. Methanpyrolyse, das ist so ein bisschen was wie die Kernfusion. Das ist so eine Technologie, die ist immer 15 Jahre in der Zukunft entfernt. Das funktioniert im Labormaßstab. Und ich würde jetzt mal nicht planen mit technischen Visionen, sondern mit Dingen, die heute schon funktionieren. Und das ist der gelbe Wasserstoff aus der Atomkraft. Und ich weiß nicht von groß angelegten grünen Wasserstoffvorhaben in Russland. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man sowas gemeinsam entwickeln könnte. Hier gibt es ja intensive Kooperationen. Es gibt Wasserstoffpartnerschaften mit Ländern wie Marokko. Es ist angedacht, ich weiß, die ukrainische Botschaft gleich auf der anderen Straßenseite hat da wohl großes Interesse. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es diese Art von Partnerschaft jetzt auch mit russischen Unternehmen, mit dem russischen Staat gäbe, weil wir natürlich den Wasserstoff brauchen werden hier für die europäische Wirtschaft. Bei der Gelegenheit aber vielleicht noch einen anderen Satz, was vielleicht sogar noch sinnvoller ist oder mindestens genauso sinnvoll ist, der direkte Import von erneuerbarem Strom über Stromleitungen. Wir werden einen erneuerbaren Strom brauchen und dann kann der nämlich hier in Deutschland im Zweifelsfall in Wasserstoff umgewandelt werden. Das ist auch eine interessante Option. Tatjana, wie siehst du die Möglichkeiten zur Kooperation über grünen Wasserstoff oder direkten Stromimport aus Russland in die Europäische Union? Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Bereich für die Zusammenarbeit. Das Problem ist jedoch, dass die EU und Russland völlig unterschiedliche Positionen zum Ursprung dieses Wasserstoffs haben. Die Wasserstoffstrategie der EU besagt, dass in langfristiger Perspektive der Wasserstoff grün sein soll. Kurzfristig können auch andere Wasserstoffe eingesetzt werden, aber langfristig geht es um den grünen Wasserstoff. Die russischen Empfehlungen im Hinblick auf Wasserstoff besagen, dass wir in Russland bis 2035 auf Wasserstoff fossilen Ursprungs setzen werden. Der grüne Wasserstoff, der aus grüner Energie entstehen soll, wird kaum erwähnt in diesen Papieren. Und letztendlich sollen erst ab 2035 überhaupt Pläne dazu entwickelt werden.
Das heißt, wenn Russland momentan den Hauptfokus, den Hauptakzent auf fossilen Wasserstoff setzt, und wenn wir vielleicht internationale Projekte dazu entwickeln, so wird wahrscheinlich zu der Zeit niemand mehr in Europa über fossilen Wasserstoff sprechen. Und daher in den paar Jahrzehnten, in denen wir vorhaben, grünen Wasserstoff einzuführen, werden wir nicht über die Kapazitäten verfügen, die dazu notwendig sind, diesen herzustellen. Aber natürlich ist das ein sehr spannendes Thema. Es muss aber deutlicher kommuniziert werden, welcher Wasserstoff in Europa gebraucht wird. Ich würde noch kurz hinzufügen wollen, dass es sehr wichtig ist gegenwärtig, da ja in Russland die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft erst beginnt. Es gibt noch keine Kapazitäten dazu. Man fängt gerade erst an, sich dazu Gedanken zu machen. Und wir wollen Wasserstoff produzieren, nicht für russische Bedürfnisse, sondern nur für den Export. Und das ist meiner Meinung nach, oder das bedeutet meiner Meinung nach, dass es jetzt genau der richtige Augenblick ist für diejenigen, die diesen Wasserstoff später kaufen wollen, Russland zu sagen, welchen Wasserstoff sie aus Russland kaufen wollen. Ich denke, dass gerade jetzt, wo noch nichts gebaut ist, sondern erst noch die Beschlussfassung ansteht, könnte es tatsächlich möglich sein, dass wenn Europa sagt, wir wollen nur grünen Wasserstoff kaufen, so wird das einen großen Einfluss haben darauf, wie Wasserstoff in Russland produziert wird. Und wenn die Importeure sagen, wir brauchen grünen und keinen anderen, dann wird Russland grünen herstellen. Herr Hoffmann, würden Sie dem zustimmen? Sind die Unternehmen in Russland bereit und auch die deutschen Unternehmen gemeinsam mit russischen Partnern den Wasserstoff zu produzieren, den die Europäische Union braucht? Um es kurz zu sagen, ja. Und ich glaube auch, das soeben Gesagte, wenn Unternehmen den Wunsch sagen, dass welchen Wasserstoff sie sich wünschen, dass die russischen Unternehmen gern und durchaus auf diesen Wunsch auch eingehen wollen. Die Frage ist, glaube ich, auch eine andere. Wenn wir sehr schnell aus CO2-intensiven Produktionen aussteigen wollen, müssen unsere Unternehmen in der Europäischen Union ihre Produktion sehr schnell technologisch umgestalten. Und sie müssen, wenn sie das auf Wasserstoff umschalten, auch für eine große Menge Wasserstoff zuverlässig Bezugsquellen haben. Und ich glaube, auch im klimapolitischen Aspekt ist die Diskussion allein auf grünen Wasserstoff zurückzuführen doch sehr verengt, sehr ideal. Schön wäre es, wenn es so wäre. Wenn wir aber die Alternative haben, nur grünen Wasserstoff in einer geringeren Menge oder Wasserstoff aus anderen Quellen, der auch CO2-arm ist. Nicht CO2-frei, aber CO2-arm. Ob das für die klimapolitische Entwicklung eine bessere Option wäre, wenn wir hier stabile, große Mengen berechenbar von Wasserstoff importieren können und uns nicht eben nur auf grünen Wasserstoff orientieren. Wenn wir beispielsweise, ich will den technischen Fortschritt nicht ausschließen, wenn es in ein paar Jahren gelingt, CCS und CCU, also die Pyrolyse oder die CO2-Abscheidung bei der Produktion von Wasserstoff aus Erdgas besser in den Griff zu bekommen. Warum dann nicht auch diese Version nutzen, um andere CO2-intensive Industrien schneller zu dekarbonisieren? Also insofern sehe ich den Wunsch, Wasserstoff möglichst grün herzustellen, als verständlich und auch von vielen Unternehmen auch gefördert, auch von russischen Unternehmen übrigens. Selbst das Unternehmen, was im Namen des Atom führt, entwickelt Wasserstoffprojekte aus Windkraft. Und insofern gibt es auch da Bewegungen, die aber nicht das Hauptelement darstellen, weil Russland ein Land ist, was eben gesegnet ist mit fossilen Energieträgern und man versucht, aus den vorhandenen Ressourcen, die man hat, sei es Kohle, sei es Erdgas, diesen modernen Energieträger Wasserstoff herzustellen. Mit aber der Anforderung, wenn die Anforderung CO2-Armut besteht, wird auch in der Richtung auf russischer Seite darauf eingegangen werden. Und es gibt ja auch jetzt schon viele
Kontakte, viele auch Projekte, auch Unterstützungen, Finanzierungen für Forschungsprojekte zur Wasserstoffherstellung zwischen deutschen und russischen Unternehmen. Und das Deutsch-Russische Rohstoffforum widmet sich gerade der Produktion von Wasserstoff, von CO2-armen Wasserstoff, CO2-freiem Wasserstoff in Russland in einem ganz besonderen Maße. Da kommt Einspruch. Ja, gar nicht Einspruch. Kann man alles so machen, aber halt, man muss sich schon auch die Rahmenbedingungen genau anschauen. Und die Rahmenbedingungen, die sind gegeben durch das Pariser Klimaschutzabkommen. Und was jetzt doch noch ein bisschen konkreter ist, durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Also wir haben hier ganz klare rechtliche Vorgaben, um die man nicht drumherum kommt, weil das Bundesverfassungsgericht ist ja dann schon die letzte Instanz. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich ja den Ansatz des Treibhausgasbudgets, was Deutschland noch verbleibt, zu eigen gemacht. Und natürlich kann man, hat man da in einer gewissen Übergangszeit noch gewisse Variationsmöglichkeiten, aber am Ende des Tages, und das ist laut Klimaschutzgesetz des Bundes, das ja die Große Koalition noch verabschiedet hat im Sommer dieses Jahres, muss Deutschland im Jahre 2045 treibhausgasneutral sein. Das Bundesverfassungsgericht führt da auch aus, dass das jetzt durchaus auch für die Produktion von Energien, die nach Deutschland importiert werden, das heißt, ob die Emissionen jetzt entstehen in Deutschland, wenn das Ding irgendwo aus dem Schornstein kommt, oder ob die Emissionen bei der Produktion dieses Wasserstoffs entstehen, das ist jetzt erstmal für die Atmosphäre ja zweitrangig. Und deswegen ist der blaue Wasserstoff eben langfristig, und langfristig ist ja nicht mehr so lange hin, weil das Jahre 2045 ist jetzt 24 Jahre, wenn wir jetzt den Rest vom November und den Anfang Dezember, sondern nur noch 23 Jahre, das ist alles nicht mehr lange hin. Und bei der Produktion des sogenannten blauen Wasserstoffs wird A, Energie aufgewandt, in der Regel selber Erdgas, und B, hat man die erheblichen Methanemissionen bei der Erdgasförderung und beim Transport. Und das geht dann einfach nicht mehr. Das ist das Problem, was Sie in diesem Falle haben. Und insofern kann man sich natürlich schon überlegen, ist sowas für eine Übergangsphase beim Hochlauf dieser Technologien eine Option? Aber es führt nichts drumherum, dass irgendwann mal in ein, zwei Jahrzehnten da nur noch blauer Wasserstoff übrig bleiben sollte. Weswegen, letzter Satz, ich doch allen Unternehmen, die da jetzt sehr, sehr viel Geld in diese neue Technologie reinstecken, raten würde, das Geld in die Technologie zu investieren, mit denen man noch ein paar Jahrzehnte Geld verdienen kann und nicht nur 15 Jahre. Ich würde jetzt mal an meinen Kollegen Volker Weichsel übergeben, der die Fragen aus dem Chat angeguckt hat und die sammeln und weitergeben wird. Ja, vielen Dank, Stefanie. Es gab eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe sie versucht zu ordnen, einige direkt im Chat auch schon beantwortet. Ich möchte beginnen mit einer Frage, die Johannes Rohr gestellt hat. Und er bezog sich allgemein auf die Frage, dass das Panel sich doch sehr stark, und das spiegelt die insgesamte Debatte wieder, sehr stark auf die Frage des Klimaschutzes konzentriert. Und Green Deal bedeutet aber wesentlich mehr. Und seine Frage richtet sich in Richtung der indigenen Völker. Und da wird er auch im Publikum unterstützt von Pavel Solanziga. Johannes Rohr bringt das Beispiel der Elektromobilität. Elektromobilität bedeutet, dass Unternehmen für Akkumulatoren Metalle brauchen. Ein wichtiger Lieferant ist Norilsk Nickel. Das Unternehmen in Norilsk baut in den Gebieten der indigenen Völker ab. Und die Frage ist, wird die Tatsache, dass der Green Deal und damit auch Elektromobilität, die darin vorgesehen wird, auf dem Rücken der indigenen Völker ausgetragen wird, wird sowas überhaupt wahrgenommen, zur Kenntnis genommen? Und Pavel Solanziga fragt, gibt es denn eine Möglichkeit, die deutsche Regierung oder die Europäische Union davon zu überzeugen, dass sowas wie die Rechte der indigenen Völker in die Handelspolitik im Rahmen auch des Green Deals aufgenommen werden können? Wer möchte diese schwierige Frage beantworten? Fangen Sie mal an, und Wladimir macht weiter aus russischer Sicht. Ja, da würden mich sehr die unterschiedlichen Perspektiven interessieren. Wir haben ja gerade für diese Art von Problemen
haben wir ja hier in Deutschland seit diesem Jahr ein Lieferkettengesetz. Das ist, sagen wir mal, noch ausbaufähig vom Ambitionsstandard. Wir werden aber auch, das ist auch übrigens Teil des Green Deals, eine Lieferkettengesetzesinitiative haben auf EU-Ebene. Und da geht es genau um diese Menschenrechts-Sorgfaltspflichten und die Umweltsorgfaltspflichten. Und ein Bereich, auf dem man denn diese Sorgfaltspflichten natürlich unbedingt anwenden muss, das ist der Handel mit diesen ganzen Technikmetallen. Die sind ja nicht nur für die Elektromobilität sehr, sehr relevant, die sind unter anderem auch relevant für die Photovoltaik und für solche Technologien. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir zukünftig hier nur noch Lieferketten haben und Wertschöpfungsketten haben, wo grundlegende menschenrechtliche, arbeitsrechtliche und ökologische Standards eingehalten werden. Da wird es noch lebhafte Diskussionen jetzt auch mit der deutschen Wirtschaft geben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wird ja auch weitgehend als bürokratischer Aufwand empfunden, aber ganz ohne Regulierung in diesem Bereich wird es aus meiner Sicht nicht gehen. Wladimir, aus russischer Sicht, also so ein europäisches Lieferkettengesetz, könnte ich mir vorstellen, braucht noch mehr Zeit, damit man es einsetzt, wie das deutsche Lieferkettengesetz, was ja doch einige Jahre in der Vorbereitung in Anspruch genommen hat. Kann Russland die Zeit nutzen, um genau solche Fragen dann auch tatsächlich zu bearbeiten? Also erstens ist es sehr wichtig, dass diese Frage angegangen wird. Leider hatten wir davor noch keine Zeit in der Diskussion, diese Frage anzuschneiden. Und natürlich muss bei der Energiewende und auch beim Green Deal in erster Linie die Menschenrechte Beachtung finden oder die Thematik der Menschenrechte. Das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen für die indigenen Völker. Man muss sagen, dass in diesem Bereich in Russland die Situation sehr kritisch ist, denn die Interessen der indigenen Völker werden mit Füßen getreten, besonders durch die Fördergesellschaften und bei der Kohleförderung zum Beispiel. Damit habe ich mich in den letzten Jahren sehr stark befasst. Diese Kohleförderunternehmen schränken die Interessen der indigenen Völker sehr stark ein. Und in diesem Zusammenhang möchte ich von diesem Podium aus mich noch einmal an die deutsche Wirtschaft und die deutschen Banken wenden, mit der Bitte, diese Dinge stärker zu berücksichtigen, stärker hinzuschauen, woher Deutschland die Kohle bezieht. Die größte Quelle für die deutschen Kohlekraftwerke liegt gegenwärtig in Russland. Und diese gesamte Kohle, die nach Deutschland geliefert wird, hat in jedem Falle mit Fällen von Menschenrechtsverletzungen zu tun. Die Natur wird geschändet, die indigenen Völker werden in ihren Rechten beschnitten im Kusbass, wo die meiste Kohle in Russland gefördert wird. Ich möchte gern, dass die europäischen Staaten stärker akzentuieren auf diese Menschenrechtsverletzungen und Sanktionen auferlegen den Unternehmen in Russland, die dort Menschenrechte verletzen. Und eine kurze Bemerkung noch zum Wasserstoff. Ich möchte Ihnen sagen, wissen Sie, all diese klugen Gedanken und Schemata und Formeln, das ist sehr wichtig. Die Politik und die Strategie ist auch sehr toll, aber es gibt eine ganz konkrete Sache. Es gibt Rosatom,
Die machen sowohl Atomenergie als auch Windenergie. Und wenn Sie heute zu Rosatom kommen und sagen, wir wollen grünen Wasserstoff, dann wird Rosatom Windenergieanlagen bauen und Ihnen grünen Wasserstoff liefern. Wenn Sie ihm aber sagen, Sie können alles Mögliche für uns produzieren, dann werden Sie Kernkraftwerke bauen und dann wird das Kernkraftwerk in die Luft fliegen und die Wolke wird zu Ihnen rübertreiben. Also das hat wirklich ganz konkret heute mit dem Leben in Russland zu tun. Gehe ich gleich auch mal drauf ein, zu dem Thema Green Deal und Rohstoffe. Ja, ich glaube, Rohstoffförderung ist fast immer mit Zerstörung von Natur, von Lebensraum verbunden. In den meisten Fällen jedenfalls. Und wenn wir, oder wir als Welt generell verbrauchen ja momentan sowieso deutlich mehr an Ressourcen, als uns zusteht, mit Blick auf künftige Generationen, auch mehr, wir verbrauchen auch mehr als nachwächst von den nachwachsenden Rohstoffen. Insofern kann die Lösung eigentlich nur darin bestehen, durch eine höhere Materialeffizienz, durch Innovationen oder durch eine höhere Recyclingquote hier Abhilfe zu schaffen. Ob das Problem wirklich kurzfristig oder mittelfristig zu lösen ist, wage ich nicht zu beurteilen. Ich vermute, es wird nicht kurzfristig zu lösen sein. Aber dass man eine höhere Recyclingrate hat, dass man mit technischen Lösungen vielleicht auch von bestimmten seltenen Erden wegkommt bei der Speichertechnologie, dass man Alternativen findet, Ersatzstoffe. Das, glaube ich, ist eine Aufgabe für die Industrie, für die Forschung. Und es ist ein Teil des Green Deal, aber der Green Deal in der Tat beschäftigt sich nicht mit dem Schutz von indigenen Völkern. Leider. Oder nicht leider, man sollte ihn auch nicht überlasten. Zum Thema, wenn wir die Forderung haben, an Rosatom nur grünen Wasserstoff zu haben. Sicherlich können wir das machen, aber die Möglichkeit auch für Rosatom, sehr schnell in kurzer Zeit große Mengen an aus Windstrom erzeugten Wasserstoff zu liefern, sind doch eingeschränkt. Das ist nicht nur, betrifft nicht nur Rosatom, es betrifft viele Länder der Welt, weil dafür sind erhebliche Investitionen notwendig. Und die Frage stellt sich, ob wir wirklich Wasserstoff in dem Umfange kurzfristig bekommen können, wenn er nur aus erneuerbarer Energie hergestellt wird. Oder ob wir eben doch noch, damit wir eine wasserstofffreie Wirtschaft, eine CO2-freie Wirtschaft in Europa gestalten können, ob wir dann nicht lieber auf eine Zwischenlösung gehen, eine Brückenlösung, die irgendein Enddatum haben wird, sicherlich. Die Frage ist, wie schnell. Und wir sehen es ja auch in der Europäischen Union, ist der deutsche Weg von rein grünem Wasserstoff nicht ganz unumstritten. Auch die Energiewende, die Taxonomie-Diskussion zeigt ja eben auch, dass wir hier noch nicht in der Europäischen Union eine einheitliche Meinung haben. Also können wir auch auf die russischen Partner noch mit einem einheitlichen Wunsch herantreten. Volker? Von Frau Olesja Luckmann. Ich glaube, die geht dann auch an Herrn Hoffmann. Und die Frage ist, sind denn russische Unternehmen an grünen Anleihen interessiert und bereit dafür, die in ihren Geschäftsberichten veröffentlichten Umwelt- und Sozialstandards so transparent und überprüfbar zu machen, dass tatsächlich grüne Anleihen vergeben werden können? Ich kann jetzt nicht für alle russischen Unternehmen sprechen, das ist nicht meine Funktion, aber wir haben in unseren Gesprächen mit russischen Unternehmen durchaus gehört, dass sie sehr interessiert sind an grünen Anleihen, an einer Finanzierung aus einem ganz anderen Grund, weniger wegen des Geschäftsberichts, den sie dann machen, sondern die Zinsen für Investitionskredite, die sie bei russischen Banken aufnehmen, wenn es soweit ist, sind für sie wirtschaftlich deutlich unattraktiver und da würden sie lieber eine grüne Finanzierung aus der Europäischen Union nehmen, weil sie sich dort einfach besser rechnet für solche Projekte. Und würden Sie, ich glaube, der zweite Teil der Frage war genauso wichtig, würden Sie dann auch tatsächlich Ihre Unternehmensberichte und die Umwelt- und Sozialstandards dann auch wirklich einhalten und offenlegen?
Das kann ich nicht sagen, aber das ist ja die Bedingung, um so einen Kredit zu bekommen. Das wird dann, wenn es sich rechnet, wird man das dann machen. Keine Frage. Frau Luckmann hat noch eine zweite Frage, die in eine andere Richtung geht. Und vielleicht kann Tatjana Lantschina oder doch auch Wladimir Slivjak dann antworten. Nämlich, wie ist denn der Stand der Debatte über das sogenannte Carbon Capture, also die Abscheidung von CO2, das dann anschließend in unterirdischen Kavernen gespeichert wird, damit es nicht in die Atmosphäre gelangt? In Russland. Also dieses Thema interessiert sehr viele Menschen in Russland, aber man muss natürlich begreifen, dass diese Technologien, die die Energiewende sehr stark aufhalten würden. Denn je mehr sich solche Möglichkeiten entwickeln, CO2 zu speichern, umso weniger werden sich die erneuerbaren Energien entwickeln, logischerweise. Umso weiter wird der Status quo aufrechtzuerhalten sein. Und es wird, also aus der Sicht des gesunden Menschenverstandes, ist das gar nicht akzeptabel. Das sind ganz enorme Kosten, denn die erneuerbaren Energien sind deutlich billiger als die fossilen Energieträger, und wenn man dann erst recht, wenn man dann dazu noch die Kosten für die Speicherung von CO2 hinzurechnet. Wie erwartet hat natürlich das Thema Nord Stream 2 die meisten Reaktionen hervorgerufen. Dazu sammle ich drei Fragen, lese sie vor. Eine geht von Ina Roman an Sascha Müller-Krenner. Sie stellt fest, die Pipeline sei ja nun fertiggestellt worden. Ob man jetzt tatsächlich die Inbetriebnahme verhindern soll, da der Rückbau doch dann auch sehr teuer werden würde. Es sind neue Umwelteingriffe, 1200 Kilometer Trasse, die dann zurückgebaut werden würden. Und das hätte doch auch entsprechende Umweltauswirkungen, was Sie dazu sagen. Ich lese aber die beiden anderen Fragen noch vor. Dirk Harmsen fragt, ob die Ihre, auch nochmal an Sie, Sascha Müller-Krenner, die Ablehnung der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 auch dann gilt, wenn unter Umständen durch diese Pipeline grüner Wasserstoff transportiert werden könnte. Und drittens, Herr Lutin merkt an, dass die Nord Stream 2 AG momentan eine Investitionsschutzklage gegen die EU führt, nach dem Energiechartavertrag, und dass das eventuell russische Energiekonzerne allgemein in Bezug auf die Klimapolitik der EU entsprechendes tun könnten. Und die Frage ist, welches Risiko bergen solche Klagen für den European Green Deal, und wie sollte die EU damit umgehen? Ja, vielleicht in der Reihenfolge, aber vielleicht will ja auch noch jemand anderes ergänzen. Ich kann zumindest für mich in Anspruch nehmen, dass ich von Anfang an gesagt habe, schon bevor man angefangen hat, diese Pipeline zu bauen, dass diese Pipeline eine blöde Idee ist. Und ich habe sie nicht gebaut und ich muss jetzt auch nicht die Rückbaukosten zahlen. Ich möchte nur mal sagen, dass die Volumina an Erdgas, die durch diese Pipeline transportiert werden sollen, und diese Pipeline ist auf eine Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren an ausgelegt, sind nicht vereinbar mit dem Einhalten der europäischen Klimaziele. Und deswegen darf diese Pipeline nicht in Betrieb gehen. Wie es der Zufall so will, haben wir morgen vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald, deswegen muss ich sehr früh aufstehen, morgen früh, die Verhandlung gegen die Genehmigungsbehörde, wo wir genau das beantragt haben, dass die Betriebsgenehmigung für Nord Stream 2 wieder aufgehoben wird aus Klimaschutzgründen. Werden wir ja sehen, was rauskommt, liest man dann in der Zeitung. Wasserstoff. Natürlich kann im Prinzip Infrastruktur auch so ausgelegt werden, dass sie nicht nur Methan transportieren kann, sondern auch Wasserstoff. Jetzt ist die Nord Stream 2 Pipeline eine relativ moderne Pipeline, und
ist dazu ausgelegt technisch, dass sie bis zu 70-80% Wasserstoff transportieren könnte, auch nicht 100%, auch nur als Beimischung. Das geht technisch in diesem Falle nicht. Dazu muss man aber wissen, mal völlig unabhängig von der Frage, dass diese Pipeline ja nun ein russisches Erdgasfeld mit den europäischen Erdgasverbrauchern verbindet und wahrscheinlich nicht für Wasserstoff geplant ist. Ich sehe da jetzt nicht die Windgasanlagen in der russischen Arktis stehen, die diesen grünen Wasserstoff produzieren. Ist es auch so, dass, das haben wir mal alle im Chemieunterricht in der Schule gelernt, dass die Molekülgröße von Wasserstoff auch sehr viel geringer ist. Deswegen am Ende des Tages, sagen wir, der Energiegehalt dessen, was dann durch die Pipeline strömt, wenn man einen bestimmten Prozentsatz des Methans durch Wasserstoff ersetzt, ist nochmal deutlich geringer. Das rentiert sich dann ökonomisch nicht und das rentiert sich hier von vorn bis hinten nicht. Das heißt, das sind alles theoretische Szenarien. Praktisch wird das ganz einfach nicht passieren, dass Nord Stream 2 für die Wasserstoff, für den Wasserstofftransport verwendet wird. Was war die dritte Frage nochmal? Die Reihenfolge. Das war der Transport. Ach so, die, natürlich die Investitionsschutzklage. Die Investitionsschutzklagen, ja, das muss man mal sehen. Also erstens glaube ich das nicht, dass das vor der Energiecharta Bestand hat. Aber das sollen sich Juristen darüber unterhalten. Und zweitens wäre natürlich das Eleganteste, wenn ein deutsches Gericht... wenn entweder ein deutsches Gericht die Betriebsgenehmigung aufhebt oder die Europäische Union den Betrieb der Pipeline nicht erlaubt, weil er gegen die EU-Binnenmarkt, Gasbinnenmarktrichtlinien verstößt. In diesem Fall sind es auch keine Entschädigungszahlungen möglich. Entschädigungen wird es nur dann geben, wenn der deutsche Gesetzgeber eine Pipeline, die jetzt mal genehmigt ist, dann nicht in Betrieb gehen lässt, dann wird es dann natürlich einen entsprechenden Rechtsstreit geben. Aber ich glaube, der läuft dann vor deutschen Gerichten und jetzt nicht vor den Schiedsgerichten des Energiecharta-Vertrages. Ja, Herr Hoffmann. Herr Hoffmann. Ja, ich will auch ein paar Worte zur Nord Stream 2 sagen. Zum einen, was die letzte Frage betrifft, die Zulassung und Nichtzulassung, die Investitionsschutzklage, ist eine Frage, die man aus heutiger Sicht sicherlich anders beantworten kann, als zum Zeitpunkt, als Nord Stream geplant war. Wenn man sich überlegt, dass Nord Stream ganz ursprünglich 2006 geplant war mit 4 Strängen und man dann erst mal 2006 gesagt hat, wir bauen erst mal nur 2 Stränge und später dann Nord Stream 2 als den Strang 3 und 4 geplant hat, gab es auch da, muss man konzidieren, alle Genehmigungen, die erforderlich waren, sind eingeholt worden. Wenn die Europäische Union hat letzten Endes mit dem dritten Energiecharta-Vertrag letzten Endes die Investitionsbedingungen verändert und für das Projekt Nord Stream 2, was genehmigt war, was angefangen worden zu bauen, bloß weil es noch nicht fertig geworden ist, ein Datum für die Fertigstellung festgesetzt hat, was im Prinzip keinen Investitionsschutz betrifft, was im Prinzip ein Vertrauensbruch gegenüber einem großen Investor innerhalb der Europäischen Union darstellt. Und das, glaube ich, muss man auch sehen als, Grund, warum Nord Stream gegen diese dagegen klagt, als Investitionsschutzklage. Wir hatten vorhin das Thema, Erdgas ist immer noch ist nicht CO2-frei, auch wenn man oder Wasserstoff aus Erdgas ist, ist nicht CO2-frei. Es gibt auch den Methanschlupf. Wenn man sich das anschaut, auch zu Zeitpunkt der Planung der Nord Stream Pipeline, beider Stränge, ist es eigentlich eine moderne Pipeline, die weniger Methanverluste aufweist, die eine kürzere Strecke betrifft, die weniger Verdichterstationen hat, wo der Methanschlupf entsteht, die eigentlich aus ökologischen Gründen deutlich besser ist als das, was wir an alternativen Pipelines haben. Und insofern, ja, die Pipeline hat eine lange Planung. Ich bin von 50 Jahren ausgegangen, Sie sagten 60 bis 80 Jahren. Die Pipeline, das Risiko des wirtschaftlichen Betriebs der Pipeline liegt beim Betreiber, völlig klar. Aber während des Baus das Regelwerk so zu ändern, dass der Pipeline-Bauer
letzten Endes vor die Frage gestellt wird, lohnt sich das Projekt wirtschaftlich zu betreiben, ist eine Sache, die jetzt nicht gerade vertrauensfördernd ist für die Europäische Union als Vertragspartner für Investitionsprojekte. Leider. Wladimir, aus Sicht eines russischen Aktivisten, was sagt man dazu, wenn es um Vertrauen geht? In Wirtschaftsbeziehungen und Vertrauen in langfristige Rechtsbeziehungen und gerade wenn man selber Mitbegründer einer Organisation ist, die internationaler Agent geworden ist. Kann man da mit solchen Argumenten eigentlich umgehen? Ja, mit dem Vertrauen ist es heutzutage überall schwierig. Und was Nord Stream anbelangt, so kann ich als Ökologe nur sagen, dass wenn wir vom Energiewandel sprechen, von der Energiewende, von einer gerechten Energiewende, wäre es besser, dass wir keine neuen Projekte der fossilen Energieträger fördern sollten, sondern uns auf die Erneuerbaren konzentrieren. Volker, gibt es noch weitere Fragen? Es gibt momentan keine weiteren Fragen, deswegen kann ich Sie durchaus, weil ja noch ein bisschen Zeit ist, dazu auffordern, noch Fragen zu stellen über den Chat. Aber ich hätte selbst für die Übergangszeit eine Frage. Wir hatten ja vorhin schon ein Fachgespräch und da zeichneten sich zwei sehr unterschiedliche Positionen ab. Die eine Position ist grob zusammengefasst. Wir müssen mit Russland kooperieren, um eine grüne Wende, eine ökologische Wende in Russland zu begleiten. Denn andernfalls wird Russland den braunen, den grauen, den dreckigen Weg alleine weitergehen. Also für das Beispiel Öl und Gas, wenn wir, so wie Sascha Müller-Grenner das ja auch fordert, den Import komplett einstellen, dann wird Russland eben Öl und Gas auf die asiatischen Märkte verkaufen und wir haben aus Sicht des Klimaschutzes nichts gewonnen. Und die Gegenposition wäre, wir können das ohne Russland tun und die Kooperationsprojekte sind eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil, wie wir vorhin schon gehört haben, es eigentlich immer um Greenwashing in Russland geht. Es gibt kein echtes Interesse. Es wird so manipuliert, dass am Ende die Bilanzen, die Ökobilanzen dann stimmen, aber es ist kein ökologischer Fortschritt. Meine Frage, was sagt denn das Podium dazu? Welche der beiden Positionen ist realistisch? Und wie können wir das prüfen? Also das sind jetzt natürlich zwei sehr holzschnittartige Positionen. Und insofern würde ich einfach mal ein Beispiel nennen, wo ich mir eine sehr, sehr produktive Beziehung vorstellen könnte. Wir haben zum Beispiel im Moment hier in Deutschland und in Europa generell ein Riesenproblem bei der Photovoltaik. Die europäische Photovoltaikindustrie, auf die wir alle sehr, sehr bauen, Energiewende, Klimaziele, ist fast vollständig abhängig von Importen ihrer Rohstoffe. In diesem Fall handelt es sich um Polysilizium aus China. Und leider nicht nur aus China, sondern aus dem, was die Chinesen so gerne Westchina nennen, Xinjiang, wo das Ganze dann in Arbeitslagern von uigurischen Strafgefangenen hergestellt wird. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Problem. Das ist ein ethisches Problem. Das wird vielleicht irgendwann mal ein rechtliches Problem. Die USA verhängen jetzt schon Sanktionen gegen Unternehmen, die Produkte aus diesem Arbeitslagersystem kaufen. Das trifft dann natürlich auch europäische Unternehmen. Wie kommt man denn da raus? Und die Rohstoffe, um die es da geht, und die Metalle, um die es da dann teilweise auch geht, die gibt es jetzt schon in vielen Teilen der Welt. Die gibt es zum Beispiel auch in Russland. Und sagen wir, im Rahmen einer Diversifizierung, unserer Versorgung mit diesen wichtigen Rohstoffen für einen ganz, ganz wesentlichen Teil des Green Deals oder der Energiewende in Deutschland, wenn man über sowas ins Geschäft käme, das fände ich zum Beispiel mal interessant. Über sowas könnte man mal reden. Und dann löst sich nämlich auch dieses Schwarz-Weiß-Bild auf.
dann kommt man nämlich auch zu einer Unterhaltung, wo man sagt, okay, das eine wollen wir jetzt nicht mehr, das ist ein Produkt, was wir perspektivisch einfach auch nicht mehr brauchen, aber es gibt natürlich da auch wirtschaftliche Alternativen, wo wir uns vorstellen können, auch längerfristige Geschäftsbeziehungen zu entwickeln. Ja, ich denke, hier ist die Zusammenarbeit sehr wichtig und es ist sehr wichtig, dass diese Zusammenarbeit im grünen Sektor passiert. Es gibt auch so schon andere Formen der Kooperation zwischen der EU und Russland und es ist sehr schwierig, auch so schon für Russland eine neue grüne Wirtschaft aufzubauen, obwohl das natürlich absolut notwendig ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, Bereiche aufzuzeigen, wo Synergien möglich sind. Ich würde dem ja noch was hinzufügen, dass man auch sagt, der Klimaschutz ist ein globales Anliegen. Das heißt, selbst wenn jetzt Europa versucht, eigenständig neue Regeln, neue Normen, neue Programme aufzulegen, wird es, glaube ich, über kurz oder lang nicht ausreichen, um den globalen Klimawandel aufzuhalten. Das ist meine persönliche Meinung und ich würde jetzt aber trotzdem auch noch mal für die Antwort Wladimir und Herrn Hoffmann bitten. Ich kann da nur beide Hände als Zeichen meiner Unterstützung heben. Und das, was Tatjana gesagt hat, das denke ich auch. Das Wichtigste fürs Klima heutzutage ist, dass man Russland dabei hilft, eine gerechte Energiewende herbeizuführen und eine grüne Wirtschaft zu befördern. Ohne auswärtige Hilfe ist Russland dazu nicht in der Lage. Sie ist nicht in der Lage, jetzt schon das zu tun und ihr fehlen auch entscheidende Ressourcen dafür. Und dazu ist es natürlich nötig, dass eine politische Entscheidung gefällt wird. Das sehen wir aber noch nicht, wenn wir ehrlich sein sollen. Und alle anderen Formen der Zusammenarbeit sind sicherlich auch für die entsprechenden Akteure wichtig und notwendig. Aber wenn wir das im Zusammenhang von Green Deal und Just Energy Transition beleuchten, so ist es jetzt wichtig, Russland Ressourcen an die Hand zu geben und eine kohlenstofffreie Entwicklung vorzunehmen und sich von dieser enormen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu befreien. Und ich hoffe sehr, dass, so weiß nicht, in 5 oder 7 Jahren wir uns hier wieder mal versammeln und sagen, ja, das funktioniert jetzt. Das würde ich mir sehr wünschen, dass es in der Zukunft ebenso geschieht. Ich schließe mich Ihnen, Frau Harder, völlig an. Klimaschutz ist global und da müssen wir versuchen, alle Länder mitzunehmen, nicht nur Russland. Wir sollten gleich versuchen, uns in die Partnerländer auch hineinzuversetzen, welche Schwierigkeiten, welche Widerstände gibt es in den Ländern selbst. Und die Struktur in Russland ist ebenso, dass Russland ein Land ist, das sein Wohlstand auf fossilen Energieträgern und generell auf Rohstoffen geschaffen hat. Und natürlich ist die Sorge, dass bei einer schnellen Energiewende in Europa Russland abgehängt wird und als Partner wegfällt. Und diese Sorge, glaube ich, müssen wir Russland nehmen. Das sind die Vorschläge, die gekommen sind, passen wunderbar in die Reihe hinein. Wie kann man gemeinsam Klimaschutzmaßnahmen machen? Da gehört auch dazu, wie kann man Russland bei der Wiederaufforstung unterstützen? Was kann man gemeinsam tun in dem Bereich? Das ist kein Greenwashing. Das ist, am Ende ist es eine bessere Möglichkeit, CO2-Senken zu nutzen, die auf der Welt vorhanden sind. Da gehören die Fragen rein, was kann man aus Erdgas noch machen, außer es verbrennen? Oder wie kann man so machen, ist in dem Prozess beim Erdgas gerade, das ist ein wichtiges Produkt für Russland. Wie kann man Erdgas über eine längere Zeit oder Übergangszeit, egal wie lange die es sein soll, aber so nutzen, dass es die Energiewende unterstützt?
nicht eben so von vornherein sagen, wir möchten nur grünen und Erdgas ist vorbei. Damit stößt man Russland vor den Kopf und hat einen Partner, den man braucht bei dem globalen im Kampf gegen den Klimawandel, gegen die globale Erwärmung, hat man einen Partner verprellt. Das darf nicht sein. So schwer es ist, glaube ich, muss man immer wieder versuchen, gemeinsame Wege zu finden. Das ist sicher nicht leicht, aber es ist lohnenswert. Also es ist sicherlich sinnvoll, die Gespräche über den Klimawandel zu entpolitisieren. Aber ich glaube, so ganz ist es dann doch auch nicht möglich. Ne? Themen zu finden, die beide interessieren, gibt sicherlich einige. Kreislaufwirtschaft ist sicherlich auch noch mal ein Thema, was sowohl im Fit for 55-Paket mit drin ist, was tatsächlich auch im Interesse Russlands ist und was man teilweise auch auf lokaler oder regionaler Ebene vielleicht auch noch mal besser umsetzen kann. Die Sache mit dem vor den Kopf verprellen oder da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil im Grunde braucht es eine Dialogbereitschaft auch von beiden Seiten. Und das wäre vielleicht auch noch mal meine Frage, vielleicht an Tatjana. Wie dialogbereit ist denn auch wirklich die russische Regierung, sich auf Normensetzung, Gesetzesangleichung oder sowas einzulassen? Und wo es eben nicht nur darum geht, jetzt Geschäfte zu machen und zu exportieren, bis es nicht mehr anders geht. Es ist sehr schwierig, über die Bereitschaft der russischen Regierung zu irgendetwas zu reden, denn wir sehen ja im letzten Jahr, dass sich die Situation ganz schnell ändern kann. Und völlig unerwartet, in völlig unerwarteter Richtung. Aber ich denke, wir befinden uns jetzt an einem historischen Abschnitt, wo mehr möglich ist, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Und ich denke, dieses Momentum müssen wir nutzen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und es ist jetzt schwer vorherzusagen, also wohin das führen kann. Also eine optimistische Einschätzung. Insgesamt ja, also ich bin sowieso immer sehr für Optimismus und in Russland gibt es so viel Pessimismus hinsichtlich der Energiewende, denn man sieht in erster Linie die Risiken und die Gefahren und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man das ein bisschen in die positive Richtung dreht, denn hier gibt es ja nicht nur Risiken, sondern auch Möglichkeiten, Chancen. Ja, es gibt noch Fragen. Max Gutbrot hat eine ganz konkrete Frage. Er erwähnt einen bilateralen Klimaschutzvertrag zwischen der Schweiz und Georgien und fragt, ob nicht so etwas zwischen der EU und Russland vorstellbar wäre. Ich kenne diesen Vertrag nicht, aber vielleicht kann trotzdem jemand darauf antworten. Dann muss ich das leider unbeantwortet lassen, denn wir wissen es alle nicht, wie das konkret aussieht und ob so etwas in einem Rahmen EU-Russland nachahmbar wäre. Walter Kaufmann von der Böll-Stiftung schreibt, wir sprechen über Russland als Exportland. Wir brauchen hier für die EU und hier brauchen wir Russland für die EU-Wirtschaft. Was muss Russland liefern? Welche internen bzw. intrinsischen Motivlagen bestehen in Russland selbst für eine grüne Modernisierung der russischen Volkswirtschaft? Wer sind die ökonomischen Akteure, die jenseits der Exportorientierung grüne Lösungen vorantreiben? Gibt es gar keine oder kommen die nicht zu Wort? Das ist ja auf jeden Fall eine Frage, da gibt es Antworten drauf, da bin ich ganz sicher, Tatjana. Ja, also in Russland gibt es bereits Möglichkeiten für grüne Energie
Träger, es gibt Firmen, es gibt Konzerne, die das tun. Einige von ihnen vertreten den traditionellen Energiesektor, aber sie sind dennoch bereits im grünen Bereich tätig. Die Energiewende ist auch mitunter für die traditionellen russischen Konzerne interessant. Ich kann natürlich den Sektor der Erneuerbaren nochmal ansprechen. Ich beschäftige mich sehr viel damit. Es gibt schon Hersteller für die entsprechenden Komponenten für diese Energieträger und all das. Ich glaube auch, dass es in Russland eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die Geschäftsstrategien entwickeln, die über mehrere Jahrzehnte voraus planen. Insofern sehe ich da auch auf Wirtschaftsseite eine ganze Reihe Unternehmen, die an grünen Technologien interessiert sind, sei es als Zulieferer, sei es selbst als Produzenten etc. Wir haben auch einen Punkt bisher noch nicht angesprochen, der sehr für die Verwendung von erneuerbaren Energien in Russland spricht, nämlich das Problem des großen Territoriums, dass es oft für viele Unternehmen, auch für Kommunen, billiger ist, Insellösungen zu schaffen mit erneuerbaren Energiequellen. Das ist heute schon deutlich lukrativer, in entfernten Gebieten, sei es in der Arktis, sei es in Sibirien, nicht Diesel als Energiestoff für ein Dieselaggregat zu transportieren, sondern Wind und Sonne zu nutzen und Biogas. Und hier, glaube ich, über die Entwicklung von Insellösungen zur Versorgung von Industrien oder auch von Siedlungen entwickelt sich auch in Russland ein Interesse an einer technologischen Ausweitung von erneuerbaren Energien, was wir in Deutschland oft aus dem Blick verlieren, weil wir diese Spezifik nicht haben. Aber ich könnte mir vorstellen, Walter hatte noch andere Dinge im Kopf, als er die Frage formuliert hat. Nämlich gibt es auch noch Aktivisten, NGOs, die sich über regionale Grenzen hinaus für Bekämpfung des Klimawandels stark machen und dann tatsächlich auch bereit sind, mitzuhelfen und Vorschläge auch zu unterbreiten. Und kommen die überhaupt zu Wort? Oder ist es so wie bei dem letzten Umweltreferendum, das tatsächlich dann auch nicht auf nationaler Ebene dann zum Tragen gekommen ist? Ich habe mir schon gedacht, dass wir optimistisch diese Veranstaltung mit einer optimistischen Note beenden können, aber nun driften wir wieder in den Pessimismus ab. Zu meinem sehr großen Bedauern muss ich sagen, dass die russischen Machthaber mit der Zivilgesellschaft nicht zusammenarbeiten, sondern ganz im Gegenteil, die Zivilgesellschaft bekämpfen. Wir haben ja dieses berüchtigte Gesetz über ausländische Agenten, über die unerwünschten Organisationen, eine ganze Masse an anderen Gesetzen, die dazu führen, dass die Zivilgesellschaft einem sehr starken Druck ausgesetzt wird und dass die Zivilgesellschaft immer weiter schrumpft. Viele Organisationen werden geschlossen. Häufig geschieht das gewaltsam durch die Machthaber, aber immer wieder lösen sich zivilgesellschaftliche Organisationen selber auf, weil sie Angst haben vor diesem Druck seitens des Staates. Auch meine Organisation ist keine Ausnahme. Wir sind 2014 die erste Organisation gewesen, die zum ausländischen Agenten erklärt wurde. Und dieses Schicksal teilen mit uns ganz viele, viele andere progressive ökologische Organisationen. Und als Folge dieser schwierigen Lage ist die Anzahl derer, die in Russland die Regierung dazu aufrufen, im Hinblick auf Klima entsprechend zu handeln, diese Anzahl ist geschrumpft, deutlich geschrumpft. Es gab viel mehr solcher Akteure in der Vergangenheit, jetzt sind das nur noch sehr wenige. Und überhaupt für die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen ist das Lebensgefühl momentan Zukunftsangst und nicht in die Zukunft gerichtet, positive Gedanken, positive Pläne. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Organisationen, die noch in der Lage sind, etwas zu tun und auch etwas tun, aber die
Situation der Demokratie in Russland wird nochmal nachhaken wollen an den Universitäten, in Forschungseinrichtungen oder aber auch vielleicht in irgendwelchen Kreisversammlungen oder sowas. Gibt es da Leute, die sich trotzdem weiter einsetzen und auch gute Ideen haben und sozusagen versuchen, auch auf staatliche Politik Einfluss zu nehmen? Was die Wissenschaft angeht, so ist es eher eine Frage an Tatjana, denn sie arbeitet ja an einer russischen Universität. Was die Zivilgesellschaft angeht, habe ich eigentlich schon alles gesagt. Leider ist es so, dass die Zivilgesellschaft einem immer stärkeren Druck ausgesetzt wird, diese Atmosphäre der Angst und der Verfolgung. Kann man zu der Situation an den Hochschulen weiter oder Forschungseinrichtungen was Positives sagen? Ich denke, es ist sehr schwierig, auch hier ist es auch sehr schwierig, positiv zu bleiben, denn das Thema der Dekommunisierung, der Energiewende war in Russland in jeder Hinsicht marginal, auch in der Wissenschaft, und die Menschen, die sich wissenschaftlich dieser Frage widmeten, es gab schon früher nicht so viele, und auch sie betrachteten die Lage eher pessimistisch. Es gab kaum Quellen der Inspiration und Anlass für hohe Erwartungen. Gut, aber die Lage dieses Jahr hat sich ja deutlich geändert, und es kann sein, dass wieder mehr Wissenschaftler vorankommen und sich diesen Themen widmen und auch mit positiveren Prognosen hervortreten. Aber momentan sind die Bewertungen der Möglichkeiten der Energiewende sehr negativ. Es herrscht allgemein ein Unglaube, dass die Situation sich überhaupt verändern kann. Das Einzige, was erfreulich ist, ich sehe sehr zahlreiche Studenten, die wissenschaftliche Arbeiten zum Thema erneuerbare Energien schreiben möchten. Das ist wirklich ein großer Fortschritt. Es gibt viel, viel mehr Interesse unter den jungen Doch optimistisch. Menschen für Gibt's das noch Thema eine Frage? Erneuerbare Energien. Es gibt keine Frage mehr dazu, aber ich möchte die Frage von Walter Kaufmann selbst noch mal nutzen und noch einen Bereich ansprechen. Denn es waren jetzt die Fragen der NGOs, es war die Frage des akademischen Bereichs, der Jugend, es waren die Großunternehmen, Rosatom kann auch grünen Strom anbieten, um Wasserstoff herzustellen. Aber was ist denn mit den kleinen und mittleren Unternehmen? Das ist ja die eigentliche Idee einer aus dem Land heraus selbst getragenen ökologischen Wende. Nicht die Großkonzerne und auch nicht die Aktivisten, sondern tatsächlich eine sozialökologische Reform, bei denen wirklich auch Unternehmen entstehen können, die für erneuerbare Energien in den Regionen und nicht nur in den Grenzregionen, wo die Dieselversorgung dann durch ein Windrad ersetzt wird, sondern in der Fläche, im Westen Russlands, in den großen Städten auch. Wladimir, ist das zu... Tanja. Ich befürchte, dass der Mittelstand in Russland, um die mittleren und kleinen Unternehmen sehr schlecht bestellt ist. Es gibt ganz kleine Unternehmen oder es gibt große und starke Unternehmen. Aber es kann sein, dass die Energiewende einen Antrieb für Russland bieten wird, damit sich dieser Sektor weiterentwickelt. Denn natürlich im Bereich der grünen Energetik gibt es viel bessere Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen als im Bereich der fossilen Energieträger. Und natürlich hat sich dieser Markt noch nicht ganz entwickelt, aber man sieht bereits, dass es auf dem Markt eine Nische gibt für kleine Fachkräfte? Und mittlere Unternehmen. Das ist ein großes Problem. Überhaupt ist das ein Problem in der russischen Energetik, in der Energiewirtschaft, dass sehr viele Menschen an sehr traditionellen Bildungseinrichtungen ausgebildet wurden. Und sie sind doch sehr traditionell geprägt. Auch wenn sie sehr jung sind, werden sie den
der traditionellen Energie sozusagen vertrauen und stehen den Erneuerbaren sehr skeptisch gegenüber. Und es ist natürlich ein großes Problem, ein Umdenken voranzutreiben in Russland. Wir müssen natürlich einen großen Augenmerk darauf legen. Das geht nicht nur um Hochschulbildung, sondern auch um handwerkliche Herr Hoffmann, dann würde ich Ihnen zuletzt dann auch die Frage stellen, wäre das eine Möglichkeit, auch nochmal zur Kooperation Fachkraft, Ausbildung, ist das überhaupt notwendig oder wie sehen Sie die Situation? Oh, das ist ein ganz neues Thema. Ich würde vielleicht noch Frau Lenschner ergänzen wollen. Ich stimme Ihnen völlig zu. Man muss aber auch berücksichtigen, das Thema Energiewende ist in Russland noch relativ neu. Wir haben in Deutschland, Europa viele Jahre gebraucht, um das Thema wirklich akut anzugehen. In Russland fängt das Thema gerade erst an und ist, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, noch sehr widersprüchlich in der Interpretation, in der Diskussion. Insofern, glaube ich, können wir jetzt noch nicht sehen, dass russische kleine mittelständische Unternehmen sich hier groß engagieren, weil die Rahmenbedingungen einfach für sie noch zu frisch sind. Ich glaube aber, wenn ich die bisherigen Entwicklungen sehe, unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen, unter denen kleine und mittelständische Unternehmen in Russland arbeiten müssen, glaube ich, dass das russische Business clever, beweglich, agil genug ist, um neue Marktchancen zu nutzen und auch Absolventen russischer Universitäten durchaus in der Lage sind, schnell sich auf neue Herausforderungen einzustellen. Also ich bin da, glaube ich, sehr zukunftsoptimistisch, was diesen Bereich betrifft, wenn die politischen Rahmenbedingungen für Tätigkeit in dem Bereich stimmen. Also wenn es Förderungen gibt, wenn es Anerkennung gibt, wenn es Marktlücken gibt und wenn die Unternehmen auch dort sich entfalten können. Das Thema Fachkräfte ist sicherlich ein großes Thema, aber ich bin jetzt einfach nicht in der Lage zu sagen, ob das Thema Fachkräfte für den Energiewandel in Russland akut ist oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es, wie Frau Lanschiner sagte, noch nicht viele Fakultäten gibt, die diesen Fach lehren, unterrichten. Aber wie gesagt, von den Grundlagen her sollte es machbar sein, dass man dieses Fachkräfteproblem bei den entsprechenden Rahmenbedingungen durchaus auch lösen kann, relativ kurzfristig. Ich bleibe jetzt nur noch bei den positiven Sachen. Herr Müller-Krenner, Sie haben ja in der letzten Zeit als Deutsche Umwelthilfe doch viele positive Impulse gegeben, die nochmal zu einer neuen Dynamik geführt haben. Was würden Sie denn den russischen Kollegen jetzt noch mit auf den Weg geben, dass dieses Fenster, was sich geöffnet hat, wo Tatjana gesagt hat, dass man das ausnutzen muss, dass das weiter geöffnet bleibt oder dass man da zumindest genug Wind durchlässt, damit es nachhaltige Entwicklungen gibt? Also ich war vor ein paar Wochen eingeladen, in der Tat vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und von der BMW-Stiftung zu den deutsch-russischen Unternehmergesprächen in Baden-Baden. Da ging es um genau das gleiche Thema. Und das war für mich deswegen sehr, sehr interessant, weil da waren jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland und Russland, so in der Altersgruppe so um die 40, würde ich mal sagen. Und ich war schon bei Veranstaltungen, also mal ältere Herren von Gazprom und Rosatom saßen und das war schon eine andere Generation. Also da sehe ich schon auch eine Chance drin. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt auch eine Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern sind, die sich vielleicht jetzt auch mal auf die Zeit nach Putin vorbereiten, so auch von ihrer ökonomischen Denke. Und wenn Zivilgesellschaft oder Wissenschaft mit Dänen ins Gespräch kommt, da kann da was Gutes draus entstehen. Mit der positiven Note würde ich jetzt auch sozusagen alle in den verdienten Feierabend schicken wollen und bedanke mich sehr herzlich bei den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern, Herr Müller-Krenner, Tatjana Lanschina, Wladimir Sliwiak und Herr Martin Hoffmann, Volker fürs Moderieren, und bedanken würde ich mich auch wollen bei der Technik, der Veranstaltungsorganisation, bei den Übersetzerinnen und Übersetzern und natürlich bei meinen Kollegen und bei der DGO. Ich glaube, ich habe alle, oder? Sehr schön. Also dann, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.